Mario Kart. Willkommen zu Mario Kart 64. Ich wollte euch nochmal einen kleinen Grand Prix zeigen vom Spiel. Im Einkehrmodus. Ich nehme Bowser. Und für den Anfang schauen wir uns mal den Mushroom Cup, einer von vier Caps, an und steigen schon ein. Das erste Rennen ist Luigi's Raceway. So, arbeite ich mich mal nach vorne. Ja, ihr seht, es hat sich einiges getan bei mir in puncto Aufregung, Grafik, in puncto meiner Stimme her. Es liegt daran, ich nehme jetzt gerade nicht wie sonst von meiner Kamera auf. Und ich habe mir einen Grabber besorgt. Und dazu noch ein viel besseres Headset, weil mein altes hätte dafür gar nicht gereicht. In jedem Fall, durch dass jetzt die Auflösung einiges besser ist als vorher. Ich stehe ja jetzt an der Spitze und möchte noch da bleiben. Deswegen einmal im Panzer hinten. Ich kann auch diese sich machen, dann sieht man die Abstände. So, ich werde jetzt gleich wieder eingeholt. Boah, bei uns war. Okay, weg ist er. Ich kann auch driften. Mit E für Extreme Speed oder sowas in der Art. Schnell ausweichen, ja gut, jetzt kann ich mich unsichtbar machen, wenn ich es wollte. Eventuell könnte ich es jetzt, vielleicht bekomme ich eine Banane oder so. Gar nichts. Na gut, noch brauche ich nichts. Eine Runde geschafft. Und ich befinde mich in der letzten Runde. Bananen ausweichen. Jetzt habe ich einen Pilz, der bringt mir nicht so viel. Ich kann hier nur ein bisschen abkürzen. Aber so viel brachte das jetzt nicht. Ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen, damit ich hier den Vorsprung halte. Weil Mario ist ganz schön hartnäckig. Na gut, ich bin Bowser. Und ihr kennt dieses Duell. Mario gegen Bowser, wer gewinnt da meistens? Schwierige Frage, ich. Natürlich ich. Ah, Mario und Bowser. Ah, hallo. Wenn das nicht episch, das Battle zwischen Mario und Bowser war. Ja, Toad stellt sich ganz hinten in der Reihe an. Tja. Aber deutlicher Sieg für mich. Naja, eigentlich war es recht knapp. Ich dachte, das ziehe ich so durch, aber nicht schlecht. So, wir befinden uns hier auf der Moomoo Farm, der zweiten Strecke. Nett designt auf jeden Fall, aber recht kurz. Ihr werdet sehen, ich befinde mich dann sehr schnell in der dritten Runde. Und nehme da hoffentlich auch den Sieg raus. Jetzt kommt Marios Laufvorschuss. Und das war Kamikaze Maulwurf. Einmal einen Stern bitte, danke. Zahle ich den Maulwürfen heim, natürlich verstecken sich. Und da wird wieder einer dieser Terroristen. Na gut, Yoshi ist recht weit vorne. Ich denke, ich kann ihn noch einholen, weil das. Normalerweise rutschen die in dieser. Oder ich treffe halt meinen Panzer. Normalerweise rutschen die, wenn sie ganz weit vorne sind, immer aus. Das ist so. Bin ich auf jeden Fall erster und Mario ist wieder hinter mir, da helfen mir Bananen. Okay, da lag schon einer. Und ich hole mir eins. Wow, ich bin recht weit vorne. Ich glaube, diesen Vorsprung werde ich nicht ganz halten können, weil so viel kommt noch nicht. Aber wenn ich jetzt ein bisschen drifte, dürfte ich das nach Hause fahren. Wir befinden uns ja jetzt schon in der dritten Runde. Mit kurz
bremsen. Das ist so ein Trick. Wenn man kurz bremst, wenn man ausrutscht oder im Begriff ist auszurutschen. Verdammt, jetzt habe ich den abgeschossen. Verdammt. Verdammt. Ich habe ihn mit meinem Panzer getroffen, den ich abgeschossen hatte. Der ist wohl an der Wand abgeprallt und hat ich euch hier getroffen. Was für ein Glück. Ja, ja, also wenn man kurz, nachdem man sieht, dass man ausrutscht oder von der Bahn getroffen wurde, dann kann man kurz bremsen, einmal kurz eingetippen den Bremsknopf und dann erscheint eine Note und man rutscht nicht aus. Ja, also das war jetzt Halbzeit. Man sieht, Peach, Luigi, Toad und Wario können sich verabschieden und DK ist auch nicht besser dran. Mario und Yoshi haben noch alle Chancen der Welt. In im dritten Cup, ja, in der dritten Strandbahn. 1, 2, 3 und los geht's. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Eine Banane für den Yoshi, eine Banane für den Mario. Der freut sich und denkt, er wäre Erster. Was ja derzeit noch stimmt, aber ich nehme jetzt noch die Abkürzung. Oh, der Mario, der hat mich irgendwie abgelenkt. Mama Mia, hallo. Macht nichts, weil in den ersten drei kann man jetzt kann ich den heimzahlen. So, so geht das. Danke. Sind die weit vorne, also hallo? Hier kann ich schon abkürzen, wenn ich hier drüber, dann kann der sogar ins Wasser. So. Aber das bringt mir natürlich noch nicht so viel. Jetzt kann ich hier ein bisschen kürzen. Ich gucke, dass ich wieder aus dem Wasser rauskomme. Hier, da war gerade schlecht, aber jetzt. Wenn ich jetzt natürlich die Abkürzung nehmen kann. Und das kann ich auf jeden Fall. Was mache ich? Ich habe noch eine Chance. Die letzte Runde. Da muss ich aber auch sitzen. Oder ich hole mir jetzt den Panzer, der hier drauf ist. Der gibt nämlich immer... Gut. Die Idee verwerfe ich. Welcome back. Herr Mario Kart. Ein echter Klassiker fürs N64. Und ich find's immer noch geil, das Spiel. Ist wirklich super. Ich kannte Super Nintendo zu der Zeit von Nintendo 64 nicht. Aber konnte nur auf dieses Spiel zurückgreifen, aber ich find's genial. Ganz toll, ganz großes Kino. War auch natürlich einer der Starttitel vom N64. War insgesamt war es mein zweites Spiel. Mein erstes war direkt das Nintendo 64 Super Mario 64. Ja gut, jetzt können natürlich die alle abdanken, die hinter mir sind, und das sind alle, bis auf ich. Ich bin nämlich Erster und das mit deutlichem Vorsprung, aber ich möchte natürlich volle Punktzahl haben. Am Kilimari Desert scheint mir doch ein bisschen an Kilimanjaro angelegt zu sein, vom Titel her. Wobei das links eher so aussieht wie eine kleine Sandruine. Ach ja, wenn ich jetzt zu schnell bin, und das bin ich natürlich, ja gut, da hätte ich durchfahren können. Leute, was macht ihr denn da? Hampelmann oder was? So, da kommt hier noch was. So, und die ewige Feindschaft zwischen Mario und Bowser haben im Grunde ja nichts miteinander zu tun. Ah, da kann ich durchschauen. Perfekt. Und hier kann ich schon abkürzen. Bin ich nämlich richtig weit vorne. So. Ja, im Einplayer-Modus ist es so, dass die Bahn ein paar Waggons hat. Wenn man zu zweit oder zu dritt spielt, hat die gar keinen Waggon. Das heißt,
es ist fast unmöglich, von der getroffen zu werden. Was ein bisschen schade ist, ich denke, es wird an der Framerate liegen, dass die damals eben nicht imstande waren, die im Multiplayer dann aufrechtzuerhalten, wenn sie den Zug ganz lang gemacht hätten. Finde ich schade, aber ja, wow, Banane, und ich habe sie nicht gesehen. Aber was soll's, ich alone in the... Ich hätte beinahe gesagt alone in the wood, aber es ist ja... alone in the desert hier. Ein bisschen Bananen für euch. Ist ja nicht so, dass ich hier alleine wäre. Halbe Strecke vor. Ich drifte noch ein bisschen, vielleicht kriege ich noch ein bisschen mehr Erfolg. Vielleicht sehe ich ja den letzten gleich wieder. Das könnte durchaus sein. Ich hätte ja gut, mit Bananen komme ich nicht weit, ich kann sie nur essen. Wobei, das sind ja Schalen, die kann ich auch nicht, die kann ich noch nicht mal essen. Okay, Bananen und Mass. Aber ich sehe jetzt gleich Toad und das freut mich doch sehr, weil ich wollte ihm schon immer mal Hallo sagen. Nein, nein, das war meine Banane. Das war knapp, weil es ist zu spät. Ich bin jetzt schon im Ziel und die müssen noch ihre Runde fahren. Es sollte nicht sein. Toad wieder letzter. Ich glaube, der war... Ich habe nicht drauf geachtet, aber zweimal war er letzter. Ja, Bowser ist wieder erster. Und damit habe ich meine 36 Punkte. Genau die wollte ich haben. Yoshi hat genau die Hälfte. Toad hat gar keinen Punkt, das heißt, er war immer hinten. Ja gut. Ich muss sagen, also... einfach toll. Die haben hier dieses Mario-Schloss aus dem N64 Super Mario rausgenommen. Und da platzieren sie jetzt ihre Siegerehrung. Es wird wohl daran liegen, dass sie einfach einen Teil aus der Welt von Mario übernommen haben, um es nicht neu programmieren zu müssen. Das wird der Grund sein. Ja, und jetzt kommt der Fisch, der natürlich auch im S-Ness schon die Trophäe ausgespuckt hat. Wobei man beim Super Nintendo noch nicht sah, dass er was ausspucken konnte. Hier spuckt das wirklich. Und zwar wirklich jetzt. Ja, ja, wirklich ganz großes Kino. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Ich hoffe natürlich, dass die Qualität jetzt um einiges besser geworden ist. Und bitte gib mir da auch Feedback, weil ich will das gern wissen. Und ja, klar. Ich werde natürlich demnächst noch die anderen Cups zeigen. Falls ihr es nicht kennt, das Spiel, oder nie gespielt habt, ist wirklich ein Must-Have. Ich glaube, hier cutte ich dann und sage bis zum nächsten Video. Euer Playman. Bis dann.